Sorry, Leute. Und ich muss sagen, die Ladezeit ist echt gigantisch. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Und vor allem, dann machen sie bloß so eine schwule Musik im Hintergrund. Anstatt, dass sie halt irgendwie einen kleinen Videoclip dabei abspielen. Ah, oh Mann, das ärgert mich so. Ich wette mit dir, ich bin jetzt gestorben oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich echt bescheiden. Ah, warum drücke ich da auch Space? Meine Fresse. Eieieiei. Und ja, die Ladezeiten sind echt für'n Arsch. Das kann aber nicht sein. Geht da überhaupt was vorwärts? Spiel startet. Ich dachte, das wäre einmalig gewesen am Anfang halt, wo alles mehr oder weniger sich einmal auflädt, aber nee. Für jede bisschen Mission so lange zum Laden. Ach komm. Ist ja schon fast wie bei was hatten wir das mal? War es Snapper Ghost Warrior 2, wo es auch immer so lange gedauert hat, oder war das James Bond mal, wo wir gespielt haben? Das kann nicht sein, es ist jetzt über eine Minute, wo das lädt. Also entweder die Mission, die nächste, muss so mega groß sein, dass es sich rechtfertigt, oder es ist einfach nur scheiße. Man muss auch sagen, es waren über 40 GB, die runtergeladen wurden. Für das Spiel. Nordöstliches Georgien, aktuelle Zeit. Nope, hier spricht das JSOC Hauptquartier. Wir schicken Ihnen Koordinaten für den naheliegendsten Unterschlupf. Dort finden Sie Ausrüstung und fehlende Informationen. Viel Glück, Marine. JSOC, Ende der Durchsage. Willkommen, willkommen. Was suchen Sie? Okay, das erste, was ich jetzt mal mit letzten Kontrollpunkt wird eindeutig halt nur von gerade vorher. Leute, es tut mir so leid, dass ich das Ding übersprungen habe. Ich Idiot. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Vielleicht spiele ich das Ganze dann am Anfang nochmal einfach durch, um euch dann nochmal das aufnehmen zu können. Hier ist Whiskey Foxtrot Sierra. Wow, Frank, bist du das? Ah. Ich will nur sicherstellen, dass du bei der Sache bleibst. Hey, alles gut bei mir. Ich tue nur meine Arbeit. Hör mal. Das mit deinem Bruder tut mir leid. Okay. Also, was machen wir? Es wurde dir nicht gesagt? Ja, wurde es. Aber ich will es von dir hören. Okay, Whiskey Foxtrot Sierra, Sir. Starke Zunahme der Aktivitäten durch Separatisten in diesem Bereich von Georgien. Die Lage ist labil, da haben die Chefs recht. Aber diese Kerle sind besser ausgebildet und haben hochwertigere Waffen, als man es normalerweise in dieser Art von Operation sehen würde. Die bereiten etwas Großes vor. Ihr Anführer scheint ein wirklich fieser Mistkerl zu sein. Oh, und er ist verdammt clever und wird wie ein Gott gefürchtet. Also brauchen wir eine gute alte Ablenkung und etwas Chaos zwischen diesen Querulanten. Zeig ihnen, was es wirklich bedeutet, einen Gott zu fürchten. List und Ehrfurcht. Genau. Die Einzelheiten über die Mission findest du auf deinem Laptop. Die erste ist schon da. Marine. Okay. Wir haben eine sichere und verschlüsselte Verbindung. Gibt keinen Grund für Codenamen und anderen Geheimnisscheiß. Ich scherze doch nur, Lordstar. Sims, Ende. Ende. Okay. So viel dazu. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Karte an, was wir hier denn alles zum Entdecken haben. Das ist ja echt der Wahnsinn. Und warum wir so rüberfahren und nicht einfach darüber gefahren sind, das freue ich mich zwar auch, aber okay. Das scheint mir schon fast ein Open-World-Spiel zu sein hier fast. Ein halbes GTA quasi. Okay. Schnellreisepunkt ist das, okay. Also muss man schauen, dass wir die alle möglichst einsammeln. Ja, ich bin gespannt, was genau da jetzt eigentlich noch passiert wäre. Wahrscheinlich geht es eigentlich einfach bloß darum, dass ich halt erschossen werde und das war's dann. Nichtsdestotrotz, ich werde den Clip, habe ich wahrscheinlich jetzt dann schon für euch nochmal eingespielt in einen diesen Let's Play-Szenen. Das heißt, wir wissen dann, worum es geht. Weil das war einfach nur bescheuert von mir. Sorry. Aber okay. Genug davon. Ups, ich hätte da links rum gemusst. Okay, ich wollte gerade sagen, das kann aber nicht ganz richtig sein für ein Auto. Stellen wir das einfach mal hier ab.
Und dann kraxeln wir hier hoch. Oh ja, das schaut schon eher nach einem geeigneten Stützpunkt aus. Unterschrift. Du hast einen sicheren Ort betreten, an dem du dich ausruhen, Gegenstände herstellen und Ausrüstung, deine Operation planen sowie deine gesamten Infos durchsehen kannst. Okay. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Unterschlupf. Eieiei, das ist ein Haufen Zeug zu lesen. Befragen. Wenn du von hinten einen Gegner anschleichst, kannst du versuchen, ihn zu befragen. Kampflockstein mit F, okay. Dann wirf deinen Stein, indem du F drückst. Außerdem kannst du Gegner mit Lock geschossen. Okay, schießen. Ja gut, das ist ja im Prinzip eigentlich jetzt alles, was wir gerade eben schon gelernt haben. Ja, das ist normal nichts Neues. Wer sich das durchlesen kann, kann in der jetzt im Moment immer ganz gerne einfach auch auf Pause drücken. Hier gibt es einen Haufen Charaktere, die wir wahrscheinlich noch freischalten müssen. Statistik haben wir auch noch nicht so viel wahrscheinlich. Kopfschüsse 6, Länge ist der Kopfschuss 271,5 Meter. Getötete Feinde 14, Nahkampftötung noch nichts, bla bla bla, erste Reihentötung, bla bla bla. Das wird dann ganz zum Schluss auf jeden Fall nochmal interessant, glaube ich. 2 Kilometer gelaufene Strecke in Drohne, geflogene Strecke 1,5 Kilometer, gefahrene Strecke 2,4 Kilometer. Okay, so viel dazu. Jetzt schauen wir einfach mal, was es hier noch so gibt. Okay. Das schaut da auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Ich schätze mal, hier können wir dann irgendwie, keine Ahnung, uns ausruhen. Aber ich schätze mal, wir wollen jetzt erstmal hier zur Waffenlager. So. Ich benutze die Werkbank. Okay, also wir können hier anscheinend unsere Waffen soweit modifizieren. Oh ja, ich liebe es, wenn man so ein 3D-Modell mehr oder weniger von dem ganzen Ding hat. Das finde ich mal richtig cool. Okay. Ah, okay. Das ist geil. Okay. Da haben wir auf jeden Fall einiges vor uns. Okay, okay, okay. Wenn ich jetzt auf X bzw. mit Rechtsklick. Ah, okay, hier kann ich quasi Magazin. Hier kann ich dann, ist noch gesperrt und so weiter und so weiter. Aber hier kann ich quasi dann die ganzen einzelnen Sachen anlegen bzw. ablegen. Tarnung. Ah, okay, und die Tarnung kann ich mir eben auch kaufen. Werden mir die anderen schon frei angezeigt? Oh ja, die werden mir auch schon angezeigt. Oh ja, da gibt es einen Haufen Tarnfarben. Oh ja. Ist zwar nicht mehr wirklich tarnend, aber wo sehe ich meinen Kontostand? 5000 habe ich aktuell. Okay. Ich glaube nicht, dass wir uns die aktuell mehr oder weniger schon da gleich kaufen sollten. Wobei so eine Tarnding möchte ich eigentlich schon ganz gern. Zumindest auf der Sniper. Ich glaube, dass der fast am Geist nachschaut. Ja, das Ding nehmen wir. Sehr schön. Und ein Visier brauchen wir nicht. Okay. Zurück. Wow. Okay, das ist natürlich auch krass, das Ding macht mega viel Schaden, hat natürlich Feuermodus nicht so toll. Das wäre natürlich auch ein cooles Ding, aber okay. Was haben wir hier? Ist natürlich noch alles immer gesperrt, Schalldämpfer ist alles gesperrt, gibt es auch gar nichts dafür. Nur noch Visier haben wir noch, können wir für 79, können wir uns noch ein Visier kaufen. Ein Visier ist nie verkehrt, das heißt, das setzen wir auch noch drauf. Okay, ich frage mich zwar, wo das Visier jetzt ist. Ach, das ist die schwule Lampe. Gut, hätte ich mir sparen können. Drohne, Panzerung. Da haben wir auch noch nichts freigeschalten. Gadgets. Schalldämpfer-Kit. Werkzeuge, um beschädigte Schalldämpfer zu reparieren. Ah, okay. Splittergranaten. Warnmelder. Nicht tödlich, Reichweite groß, Auslöseradius klein, markierte Gegner im Radius, Auslöser geeignet, keine Aufmerksamkeit. Okay, da gibt es anscheinend auch richtig geiles Ding. Ich würde sagen, der Schalldämpfer-Kit ist auf jeden Fall mal etwas, was wir uns vielleicht kaufen sollten. Ach, da gibt's. Ach, das musst du dir öfters kaufen. Ja, ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal eins. Splittergranate, die kosten eh nicht so viel. Holen wir uns mal 4 Rauchgranaten, oder 5 holen wir Rauchgranaten uns auch 5. Warnmelder holen wir uns einfach mal 2. Genau. Habe ich das jetzt schon? Ne, ich. Wie kann ich das auswählen? K
Kaufen, da unten. Ja, kaufen, sehr schön. Jetzt haben wir hier die ganzen Gadgets ausgefüllt. Okay, liebe Leute, dann glaube ich, haben wir das mal soweit. Nutze und halte Ressourcen, um verschiedene Arten, Munition und Werkzeuge herzustellen, die du brauchst, um daraus zu überleben. Um da draußen, so, da draußen. So, was haben wir hier? Werkbank. Ich schätze mal, das ist das dann, wo ich eben verschiedene Sachen brauche. Okay, hier haben wir quasi verschiedene Munitionsarten. Und eben die Pfeile. Oh ja, die schauen schon echt Gadgets. Okay, also es gibt im Prinzip einen Haufen Adrenalin-Pack. Ich brauche im Prinzip halt quasi wahrscheinlich hier die verschiedenen Sachen. Und hier oben sehe ich, was ich habe. Mich würde zwar interessieren, was das Einzelne ist. Aber Schmerzmittel. Im Prinzip, da brauche ich überall, da fehlt mir überall was. Alles. Das ist eigentlich die beste Übersicht. Dann weißt du ganz genau, okay, das und das kannst du dir kaufen für Verbandskasten. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass du eben weißt, okay, das brauche ich. Die Frage ist halt bloß, wo bekomme ich das her? Tagebuch, Werkbank, Waffenbank, okay. Gut. Benutze das Bett. Machen wir. Wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, dass das... Ruhe dich aus, damit deine Wunden heilen und die Zeit schnell vergeht. Ah, okay. Drücke, um zu schlafen. Bergbaustadt. Ah, okay. Ich kann quasi sagen, wie weit ich schlafen möchte. Nur 15. Okay. Benutze den Laptop. Ist echt eine coole Base. Einfach das Ding hingesteckt und los geht's. Tagebuch. Okay. Zwei Vögel. Ich würde interessieren. Prelog. Können wir uns... Nee, oder? Scrollen, verlassen, wählen. AD. Ah, schade. Okay. Okay. Müsst ihr starten? Nein. Ah, okay. Kann ich dann hier vielleicht... Nee, ich kann es, glaube ich, nicht nochmal starten. Erlernte Techniken... Okay. Beobachte das Gebiet rund um die Tankstelle. Zwei Vögel. Möchtest du die Mission starten? Ja, theoretisch schon. Bloß ich würde sagen, dass ich jetzt nochmal, wie gesagt, eine kleine Pause mache. Im Prinzip das ganze Spiel nochmal von vorne spiele und wir uns die Szene da anschauen. In diesem Sinne sehen wir uns dann hoffentlich bei einer neuen kleinen Aufnahmesession wieder. In diesem Sinne, bis gleich. Oh ja, die Lampe hat es vorgebracht.